Sag mal hallo. Hey Leute, wir sind hier live am Pool. Ne? Wir haben hier richtig Spaß heute. Heute haben wir einen Pooltag und wir genießen den total. Und der Kleine kommt total auf seine Kosten. So, wir waren gestern Abend, der Kleine, der war klitschnass geschwitzt und wir waren recht müde vom Flug noch und haben dann irgendwann so gegen 21 Uhr gesagt, komm, es reicht jetzt, das ist wirklich schon spät auch. Und dann sind wir einfach mal noch so an der Promenade sind wir lang gelaufen, sind noch mal irgendwo in eine Einkaufsgasse sind wir noch mal reingegangen, haben uns ein schönes Eis geholt. Ja, dann sind wir ins Zimmer angekommen, dann waren wir noch duschen, haben uns umgezogen und was denn? Ne, waren wir gestern duschen, gestern Abend, ne? Ja, klar. Haben wir uns schön eingecremt, ne? Ja. Weil wir haben ja doch einen Sonnenbrand gekriegt und mussten uns ein bisschen einschmieren. Ja, genau. Deswegen haben wir auch heute, also der Kleine weniger oder gar nicht halt. Der hat ja auch hier immer dann seine UV-Schwimmkleidung an. Der Wasser neben mir. Ja, im Wasser bist du gegangen, ne? Ja, da vorne im Wasser bist du, ja, genau, da springst du rein. Und wir sind gerade schon mit T-Shirt ins Wasser gegangen, dass wir halt geschützt sind. Also bei uns ist wirklich so, der Bereich von gestern Mittag sieht man wirklich, weil gestern Nachmittag hatten wir ein T-Shirt an, da ist nichts an den Stellen, also die Arme oder so, sondern wirklich von gestern Mittag, wo wir baden waren, da haben wir halt die Sonnenbrände. Deswegen sind wir heute mit T-Shirt hier dann ins Wasser. Ja, das stimmt. Wir haben ein Eckzimmer, sag ich mal, dadurch können wir, sag ich mal, wenn so die Ecke ist, wir haben hier ein Fenster, was wir aufmachen können, und hier vorne, wir haben einen Balkon auch, dass der Wind immer sehr gut durchziehen kann. Rein. Das ist das Zimmer. Hier, kleiner Fernseher. Hier. Und das Bett war vorher da gewesen. Wir haben das aber zusammengeschoben, damit wir alle drei damit wir zusammen ordentlich schlafen können. So. Dann haben wir die Nachttischchen hier hingeschoben. Recht klein, aber es reicht vollkommen aus. Hier ist das Waschbecken. Dann hier der Spiegel. Hier und hier links ist dann die Dusche. Hier. Ja, es reicht aus. Es ist nichts Luxuriöses oder so, aber das brauchen wir auch nicht. Der Balkon, hier haben wir ganz viele Sachen zum Trocknen hängen. Das sieht man woanders auch immer. Hier ist ein Tischchen, der war auch drin gewesen, den haben wir rausgestellt. Hier sind halt Stühle und noch ein kleines Tischchen. Ja, klein, das reicht. Da kann man ja abends drauf sitzen, wenn der Kleine schläft. Hier kann man ja dann mal reingucken. Hier können wir dann zum Strand so gucken. Das eine Fenster, da können wir halt auch zum Strand gucken. Wir haben ja euch gesagt, dass wir 5 Euro für die Klimaanlage pro Tag. Und ich habe gestern mal so, ich habe die Fernbedienung so in die Hand genommen. Ich so, ach, geht die doch. Läuft doch, die geht doch an. Und ja, dann sagte Mops direkt, ja komm, mach mal aus. Und ja, wir haben es jetzt mal eine Nacht ohne gemacht. Genau, wir wollten ja eine Nacht ohne testen, aber ich habe schon gesagt, er hat die jetzt angemacht. Könnte sein, dass wir theoretisch dafür zahlen müssen, dann hätten wir es auch nutzen können. Wir sind uns da jetzt nicht, natürlich, wenn es gar nicht geht, dann nehmen wir die Klimaanlage schon wegen den Kleinen. Ne? Aber und aufgrund dessen, weil das Zimmer auf Eck geht, hat das halt super funktioniert, das ist super Luft gekommen. Ja, also wir haben jetzt nicht geschwitzt oder so die Nacht, wir konnten echt gut schlafen, es war warm, aber es war normale Wärme, die wir jetzt auch von zu Hause aus kennen, wenn es jetzt so richtig aufgeheizt war. Ne? Und ich glaube auch einfach, weil wir sind oben im 4. Stock, sind wir, und es gibt eigentlich nur noch einen über uns und vielleicht weht oben auch der Wind einfach besser, ein bisschen besser. Allein wegen der Akustik auch draußen, klar, Leute waren natürlich hier noch unterwegs. Wir fanden es jetzt nicht schlimm. Ich glaube, wir waren einfach müde wegen dem Flug. Der Kleine hat, also wir haben alle drei gut geschlafen. Da kann ich nichts sagen, ja. Genau. Genau. Ja, dann heute Morgen sind wir runter zum Frühstück. Wir wussten jetzt nicht, wie das ist, ob hier Buffet ist oder irgendwie was. Wir hatten auch halt nur Frühstück mitgebucht hier im Urlaub, weil wir halt gesagt haben, wir möchten halt von unterwegs, je nachdem, wo wir sind, möchten wir essen, möchten wir flexibel sein und nicht an irgendwelchen Essenszeiten hier im Hotel gebunden sein. Und ja, auf jeden Fall wussten wir halt nicht, wie das frühstückstechnisch wird.
Und dann haben wir halt dort Bescheid gesagt und wir haben halt quasi ein Buffet gesucht, da war nichts gewesen. Und dann sagt er zu uns, wir sollen uns am Tisch setzen und er kommt gleich. Und dann sollten wir jetzt sagen, was wir trinken möchten. Haben wir das gesagt und dann hatte er uns jeweils einen Teller mit Frühstück, also einen Teller gebracht und halt so ein Körbchen mit Brot. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen, der Kleine hat keinen Teller gekriegt. Nee. Ich weiß nicht, wie das ist. Also wir haben ja für dieses Hotel auch nicht viel bezahlt und ob jetzt der Kleine hier aufgrund des Alters überhaupt mitgerechnet wurde. Aber ich finde einfach, man hätte als Anerkennung einen Teller einfach einen Teller, können. Vielleicht einen kleinen Teller, so unser Teller, da war ein Stück Wassermelone drauf, ein Stückchen Wurst. Da haben wir Bescheid gesagt, dass wir keine Wurst essen oder heute noch nicht. Das hat mir dann den Gänsen gegeben. Aber das sage ich dann morgen Bescheid, dass wir uns lieber Käse drauf machen sollen. Die hatten ein bisschen Feta-Käse drauf, Tomate, Gurke, Paprika und Oliven, ne? Ja, Oliven. Ich habe dann alle Oliven gegessen, war sehr gut. Ich esse nicht so gerne Oliven. Also wir sind auch sehr kompromissbereit und Mops ist dann hingegangen, hier wegen Teller und der hatte sofort einen Teller gegeben. Genau, ich habe also ich habe gefragt, ob wir wenigstens einen leeren Teller für ihn kriegen, aber das fand ich schade, dass man nicht von vornherein wenigstens einen leeren für ihn dahinstellt oder einen kleinen, wo ein bisschen was drauf ist. Aber ich habe Bescheid gesagt und der hat sofort einen Teller gegeben. Ich habe auch gefragt, weil wir ja kein Fleisch essen, wir haben Tofu mit, ob ich das am Tisch bringen könnte und wir das dann essen dürfen. Und er hat gesagt, das ist gar kein Problem. Ja. Genau, und du hast aber auch bei anderen Eltern, hat man auch gesehen, die haben jetzt auch keinen Teller gekriegt. Also war jetzt nicht nur. Genau, das ist dann anscheinend so. Das ist so, ist es so. Aber er war auch sehr, sehr nett, ist so auf den Kleinen eingegangen, hat ihn gefragt, was er trinken möchte. Genau. Und wollte hier High Five geben, aber der Kleine wollte das nicht. Also die sind trotzdem hier alles sehr nett zu den Kindern. Genau. Da haben wir ein schönes erlebt. Ja, heute sind wir hier am Pool. Der Reiseveranstalter kam um 14 Uhr und wir haben gesagt, okay, die Mittagszeit nutzen wir dann hier bei uns im Pool. Und, und er hatte uns auf jeden Fall noch gewarnt, wir wollen gerne ein Auto uns hier mieten. Und er sagte ja. Weil ich sagte ihm, ja, hier gibt es für 19 Euro ein Auto pro Tag und wäre super. Und er sagte, ja, sei vorsichtig wegen Vollkasko. Genau. Also wenn was passiert, willst du es auch versichert haben. Er hatte ein bisschen telefoniert, der hat jetzt unsere WhatsApp-Nummer. Hier läuft alles über WhatsApp. Also einfach kostengünstig, sagte er. Man schreibt dann einfach und er schreibt uns, sobald er was hat. Und der andere Typ sagte ja schon 35 Euro pro Tag. Und wenn es da versichert ist und was kostet es in anderen Ländern, dann wird es auch so teuer sein. Wir sind hier in den Sommerferien in NRW gesehen, also von uns. Und das ist hier Hochbetrieb gerade quasi, also das ist ja touristische, Touristenzeit. Ne? Und wir haben davon einfach auch einen großen Nutzwerk und den Rest der Tage, wir werden es jetzt wahrscheinlich vermutlich nur 4 Tage machen. Und genau, wir hatten erst überlegt, weiß nicht, sonst hatten wir mal öfters, glaube ich, Dings. Ne? Aber hier, wir können ja auch ein Taxi nutzen, die Taxipreise sollen ja sehr, sehr günstig hier sein. Genau. Und wir haben gesagt, 4 Tage reicht, ansonsten, wenn was ist, können wir irgendwo mit Taxi hinfahren und so. Oder wir können es einfach verlängern. Wir wollen auf jeden Fall einfach zu Alis Café auch fahren, zum Treff. Vielleicht treffen wir Auswanderer andere einfach einheimische Deutsche oder vielleicht die auch zu Urlaub sind. Und vielleicht sehen wir auch Lars von Hohe Energie und Alexandra vielleicht. Den möchte ich halt sehr gerne sehen. Die sind ja jetzt hierher gezogen, die haben sich ja hier eine Immobilie gekauft. Und den folgen wir auch schon ewig. Ne? Also die würde ich gerne treffen, das wäre so das Highlight für mich. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Leute sind ja alle sehr nett. Hier gerade auch hinter uns auf einem Balkon. Als wir vorhin mit dem Kleinen kamen, ich weiß nicht, ob das hier jemand ist, der hier wohnt oder ob das ein Hotel ist, aber der guckte direkt, hat hier gewunken und war ganz begeistert irgendwie von dem Kleinen und dann hat er hier, dann hat er irgendwann gesagt irgendwie Hallo und dann stand ich da und dann hatte er eine Nektarine, irgendwas zu essen in der Hand und zeigt, das ist für den Kleinen und dann bin ich hierher gekommen und habe das so entgegengenommen, der ist glaube ich in der zweiten Etage und dann war es eine Nektarine für den Kleinen, also ganz, ganz nett und gerade auch irgendwann, ich war mit im Pool gewesen, da war auch irgendeiner da vorne am Balkon. Und wenn man die Leute dann hier so anguckt und die sehen einen, die winken direkt, also es war auch total nett gewesen. Oh, hier wird gebaggert. Ach, wenn der Kleine das jetzt schon so gut drauf hat, dann baggert der morgen später mal alles. Einmal Wasser. Bitteschön. Sei sparsam damit, wir haben kaum mehr was hier. Wo sind die Beine? Na? Ohne, zeig mal. Zeig mir die Beine. Weiter eingraben. Voll machen. Wir machen hier schön Loch.
Wer Urlaub hat und nicht arbeiten will, sucht sich Arbeit. Ne? Oh. Kannst auch den Handbagger haben, ne? Kumpel? Ich hab mal die große. Hey, da sind wir wieder. Ist jetzt Ende des Tages und wir sind wieder mal hier auf dem Spielplatz gelandet, weil das einfach ein Katzensprung von uns, von unserem Hotel entfernt ist. Und hier ist richtig viel los. Also tagsüber ist hier gar nicht so viel los, sondern abends ist hier wirklich Programm. Und also nicht so wie bei uns. Abends siehst du niemanden auf dem Spielplatz, sondern hier sind alle abends auf dem Spielplatz. Kleine Kinder, große Kinder. Ich weiß gar nicht, bis wie viel Uhr die alle chillen. Also Leute, hier seht ihr wirklich mal, was hier abends los ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Und auch hier vorne, hier sind die größeren Jungs. Die zocken hier Basketball. Auch da hinten. Hier haben wir noch so ein paar Verkaufsstände. Ja, hier ist die Welt neu in Ordnung. So, das war dann Ende von unserem zweiten Tag. Bis morgen.